Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Ja, Sie wissen, im Programm stand, dass Sigmar Gabriel jetzt diesen Generationentalk hier mit Franka Lehfeld und mir führen wird, ist kurzfristig verhindert. Wir haben aber das ganz große Glück, dass die Doris Leuthardt bei uns ist heute, die Sie natürlich alle kennen, hier in der Schweiz auf jeden Fall. Sie ist die Vizepräsidentin des Europaforums Luzern. Ich stelle Sie gerade noch schnell vor, ehemalige Bundesrätin, ehemalige Bundespräsidentin. Und heute hat sie mehrere Verwaltungs- und Stiftungsratsmandate. Und nochmal ganz herzlich willkommen, Doris Leuthardt. Und hier zu meiner rechten Seite, da sitzt Franka Lehfeld. Natürlich auch im Prinzip eine Vertreterin dieser nächsten Generation, eine sehr spannende Biografie, ursprünglich BWL und Hotelmanagement studiert, im Master Marketing Management gemacht und dann den Schritt in die Medien gemacht. Und die Medien sind ein ganz, ganz wichtiges Thema, wenn wir über die Zukunft von Europa sprechen werden. Erst war es ein Volontariat bei RTL in der Journalistenschule und dort ging es dann weiter bis zur Reporterin und Chefreporterin Politik. Und seit diesem Jahr ist sie bei Welt TV als Chefreporterin und Moderatorin. Nochmals herzlich willkommen, Franka Lehfeld. Danke. Ich rutsche ein bisschen zurück, dass Sie sich auch. Schon gedacht, ja, das ist hier. Wir wollen natürlich, dass alle Sie sehen können, logischerweise. Deshalb sitzen wir hier jetzt so ein bisschen. Relaxed. Okay. Relaxed. Eine Frage an Sie beide zuerst. Sie haben den Ausführungen zugehört von Timothy, von Reya und von Olive. Was ist Ihnen davon geblieben? Für mich natürlich das Ecological Superpower. Also das ist eigentlich die Fortsetzung ja der Klimabewegung. Und dass das auch in den Studien jetzt so massiv unterstützt wird, dass also eigentlich freut es mich sehr. Und auf der anderen Seite natürlich ist es eine Wahnsinnsherausforderung an alle politisch und wirtschaftlich Verantwortlichen. Aber das scheint wirklich so gefestigt zu sein. Mhm. Ja, also die Ergebnisse haben mich erstmal nicht überrascht, weil das sich ja auch abzeichnet in anderen Studien. Aber der letzte Satz, der letzte Part, das war für mich der entscheidende, wo es darum ging, dass man nicht nur ins Gebet geht, ins Verbale. Sie sagten ins Handeln. Es wurde auch gesagt, ins Zuhören. Ich würde mich dem Handeln anschließen und würde einfach sagen, für mich ist dieses ganze Komplex und auch diese Studien halt immer ein Zwischenstand, eine immer permanent andauernde Beratung und irgendwie auch Empfehlung, was müsste passieren. Und ich finde, wir müssen mehr Realität wagen, um dann auch schneller und konsequenter handeln zu können. Ja. Das ist natürlich immer gut gesagt und alle nicken dann und finden das auch. Und es ist so schwierig, manchmal den ersten Schritt zu machen. Eine Anschlussfrage an Sie, weil wir ja gesagt haben, wir stellen die Millennials ins Zentrum des Europaforums. Was würden Sie denn noch sagen, so grundsätzlich aus Ihrer Perspektive, was läuft schief? Weil das Resultat von dem, was schief läuft, das sehen wir jetzt. Da stehen wir und schauen zu. Aber wie ist es dazu gekommen? Also grundsätzlich muss ich sagen, ich würde die Millennials jetzt nochmal in zwei Gruppen einteilen, also in der ich mich befinde, der tendenziell älteren über 30, fast 35 und der drunter. Und ich würde gar nicht jetzt so sagen, was lief schief, sondern ich würde sagen, der Krieg in der Ukraine, der Angriffskrieg, der russische, ist eine Zensur. Weil spätestens seit diesem Angriff, finde ich, muss man Europa nirgendwo mehr erklären oder die Absicht der EU rechtfertigen, sondern auch die Generation eben, die, sagen wir mal, ab 1990, 1995 geboren, hat auf einmal ein geschärftes Bewusstsein, warum es Europa braucht, weil diese Generation natürlich demonstriert hat für Klimaschutz, aber doch einen sehr gesättigten Wohlstand in ihrem Weg zum Erwachsenenwerden genossen hat. Und das ist jetzt kein Vorwurf, weil das ist ja etwas Gutes, in Friedenszeiten und in Wohlstand aufzuwachsen, ist etwas Positives. Aber da war ja immer so dieses, wofür brauchen wir die EU? Dafür, dass du schnell reisen kannst, dafür, dass die Gurken nicht in Plastik eingepackt sind, dafür, dass du Rooming hast. Ja? Und ich würde sagen, die Bewusstseinsschärfung hat ja jetzt maximal zugenommen und ist an so einem neuen Punkt angelangt, wo ich sagen würde, von diesem
Punkt kann man einfach nochmal neu denken und neu aufbauen. Und deshalb würde ich jetzt gar nicht so viel zurückblicken, weil ich würde sagen, eine gewisse Übersättigung, ein gewisser Wohlstand hat auch zu einer gewissen Handlungsunfähigkeit geführt, eben zu diesem Preach und nicht Act. Und ich würde sagen, da wo wir jetzt stehen, haben wir immerhin so einen Common Ground und müssten von hier aus jetzt eben konkret Taten folgen lassen. Ja, das wäre so der Zwischenschritt. Und dann wird es mit Sicherheit gleich noch differenzierter, was die Politik, die Wirtschaft, die gesellschaftlichen Verantwortungen und die unterschiedlichen Bereiche angeht. Aber ich würde sagen, die muss man dann auch nochmal wie so ein Fächer eben aufteilen und sagen, jetzt muss man für jedes so eigene KPIs festlegen. Ja, aber bitte immer realitätsgebunden und jetzt nicht, was wir uns alles wünschen, weil da machen China, Indien und Co. eh nicht mit. Also das ist so der Pathway. So diese machbaren Schritte, vielleicht Baby Steps eigentlich, ja. wenn man es mal so ganz hart runterbricht. Wie sehen Sie das, Frau Leuthardt? Ich glaube schon auch, dass der Ukraine-Krieg, weil er halt so nah ist, alle zum Umdenken bewegt. Ich war selber letztens in Polen und wenn man dann da kamen die ganzen Tag die Mix vom Flughafen her und man sieht dann, wow, das ist wirklich nah. Also ich finde das schon auch eine Zäsur. Ich bin aber nicht so ganz sicher, ob das nachhaltig ist. Weil was jetzt passiert ja in vielen Ländern, man sagt, okay, wir haben zu wenig investiert in die Armee. Also die Armee-Verteidigungsbudgets gehen jetzt überall rauf, massiv, obwohl zum Teil dann die Projekte noch fehlen. Aber, und dann fühlen sich viele schon, okay, das ist jetzt gut, wir geben mehr Geld aus, es wird sicherer, die NATO wird uns beschützen, die Amerikaner werden uns beschützen, wir können uns wieder ein bisschen zurücklehnen. Und am Anfang hatte ich auch, es gab ja eine riesige Solidarität auch mit den flüchtenden Ukrainerinnen und Ukrainern. Auch schön, hat mich auch mega gefreut, diese spontanen Aktionen auch. Aber ich weiß nicht, wie das in einem Jahr ist. Je länger dieser Krieg dauert und je mehr dann eben auch die Leute selber betroffen sind in ihren Einkommen und Salären, auch die jungen Menschen, dann weiß ich nicht, ob das dann wieder kippt und man ein bisschen wieder egoistischer wird oder ob das dann wirklich zu einer Veränderung führt und dieses europäische, dieses Solidaritätsbewusstsein wirklich dann stärken wird und auch die Zusammenarbeit und Kooperation. Also es wird spannend sein, aber da bin ich noch ein bisschen skeptisch. Das ist interessant, Sie sagen, der Wake-up-Call, ja. Ja. Die Solidarität, ja. Sieht man aber schon in Deutschland, gell? So zwischen Ost- und Westdeutschland, gibt es da auch schon unterschiedliche Herangehensweisen? Können Sie uns dazu was sagen? Ja, die gibt es definitiv. Ich würde das aber, das ist natürlich immer der, mit Sicherheit stimmt es, ne? Das ist, so sieht man ja auch an Umfragen, wenn man sich Sachsen-Anhalt und Thüringen anschaut, auch unter welchem massiven Druck die Ministerpräsidenten in diesen Bundesländern stehen, weil sie natürlich auch eine andere Vergangenheit mit Russland haben und warum auch immer nicht diesen Prozess vollzogen haben, auch diese innere und emotionale Bindung zu beenden zu diesem Nachbarland. Ja? Aber das ist nochmal wahrscheinlich eine andere therapeutische, psychologische Frage. Nichtsdestotrotz merke ich auch, wenn ich in Berlin oder auch in Hamburg, also einem durchaus satten und guten und sicheren Bundesland bin, dann sind es oft die Menschen, ob an der Supermarktkasse, beim Bus, manchmal auch hier auf dem Weg her, bei der Sicherheitskontrolle am Flughafen direkt, ja, was die mit uns machen da oben, das ist irre. Also ich glaube, man kann es schon auf ganz Deutschland ausdehnen und muss sagen, die Politik bekommt eben die sehr schwierige und vielleicht auch undankbare Aufgabe, besser zu erklären und besser zu kommunizieren, weil es nicht mehr reicht, in diesen aktuellen Zeiten einfach nur Entscheidungen zu treffen und zu sagen, wir machen das so, Punkt, sondern es müssen eben alle mitgenommen werden. Und ich glaube schon, dass in Deutschland die Solidarität hält, weil ich glaube wirklich, dass die Menschen verstanden haben, dass es um unsere Freiheit geht, um unsere Werte, um unsere Demokratie und dass das gerade eine Solidarität ist, wo es gar keine Alternative zu gibt. Das, glaube ich, ist im Bewusstsein angekommen. Nur jetzt müssen wir es eben schaffen, auch als Gesellschaft, auch immer mit der Frage, was kann ich persönlich dazu tun oder dafür leisten, zu sagen, wir nehmen auch alle mit. Also ich finde, Olaf Scholz mit seinem You never walk alone, das ist jetzt sehr viel, weil die Frage ist immer, wie lange kannst du dieses Versprechen einhalten? Wenn dieser Krieg noch länger dauert, wirst du da wortbrüchig. Aber grundsätzlich ist die Haltung und die Idee dahinter, dass man niemanden alleine lässt, mit Sicherheit gerade die Richtige. Es ist auch interessant, was Sie sagen. Ich komme zurück auf Ihor aus der Ukraine, den wir gestern hier auf der Bühne
getroffen haben, der auch gesagt hat, dieser Krieg in der Ukraine, da werden auch die westlichen Werte verteidigt. Der geht uns alle etwas an. Ja. Und wahrscheinlich liegt es dann auch daran, dass wir sagen, das müssen wir verteidigen. Das dürfen wir nicht in Vergessenheit geraten lassen. Sie haben vorhin gesagt, wir sollten jetzt in die Zukunft schauen. Ich möchte trotzdem schnell einen Rückwärtssalto machen. Und zwar haben Sie ein Buch geschrieben. Das kommt erst. Also das ist Zukunft. Nicht, das ist Zukunft, das stimmt. Aber basierend eigentlich auf der vorhergehenden Generation. Und Sie haben sich mit den, ich sage jetzt mal, älteren weisen Männer, mit einem S, bevor Sie hier zu krampfen beginnen, mit einem S, haben Sie sich auseinandergesetzt. Sagen Sie uns etwas zu diesem Buch. Mit wem haben Sie gesprochen? Warum haben Sie das getan? Und was ist der Outcome? Also grundsätzlich, weil ich vorhin auch sagte, ich bin eine atypische Vertreterin meiner Generation. Ich habe überhaupt gar kein Problem mit diesem, mit meiner vorgehenden Generation. Im Gegenteil, ich bin sehr stark durch sie geprägt worden, sehr stark durch meinen Vater beeinflusst, der mittlerweile 80 ist. Und mich hat diese ganze mediale Zeitgeistdebatte massiv genervt. Dieses weiße alter Mann, Framing in die Ecke stellen, diese ganze Geschichte, jetzt ist Zeit für die zu schweigen und unsere Zeit kommt. Ich wehre mich gegen diesen Blick, weil ich denke, so Institutionen wie zum Beispiel ein Ältestenrat in Unternehmen oder auch im Bundestag bei uns in Deutschland, die haben ja durchaus ihre Berechtigung und ihren Sinn. Und mein Buch Alte, Weise Männer, das erscheint im März, ist ein Plädoyer für diese Generation, ihnen zuzuhören und uns auch unter den Generationen zu besprechen, was müssen wir von euch mitnehmen. Natürlich auch, was müssen wir selber für uns beantworten und welche Wege müssen wir selber gehen, ja? Aber grundsätzlich erstmal zu sagen, die hatten eine unfassbare Leidenschaft für das Leistungsprinzip. Die waren sehr fleißig, sehr ehrgeizig. Die waren auch der Motor bei uns in Deutschland, absolut der deutschen Wirtschaft. Und ich habe mich mit unter anderem Wolfgang Reitzle, mit Stefan Aust, Mario Adorf, Edmund Stoiber, Peer Steinbrück, Heiner Bremer, meinem Vater und so weiter, Thomas Strüngmann unterhalten. Und ich glaube, das werden 10 Gespräche auf Augenhöhe. Es geht nicht um ein Generationsbashing, sondern es geht darum, den Staffelstab weiterzugeben und nicht das, was schon erreicht wurde, hinten rüberzufallen. Und es ist wirklich nochmal eine Liebeserklärung und ein Appell ans Leistungsprinzip und gewisse Werte zu übernehmen. Und was gab es da so? Vielleicht schwierig, Sie sagen 10, es sind 10 Porträts oder 10 Gespräche geworden. Gibt es da so eine Art Outcome, der sich wiederholt hat? Ja, absolut. Also absolut. Alle sagen, sie sind, also erstmal muss ich sagen, ich bin grundlegend positiv von dieser Generation und von den tollen Männern beeindruckt. Alle haben dieses ganze Thema Frauen, Förderung, Gender Pay Gap längst auf ihrer Liste, haben es auch längst in den Firmen, die sie geleitet haben oder dort, wo sie gearbeitet haben, umgesetzt, angewandt, haben darüber auch sehr individuelle, gute Geschichten erzählt, wie man es heute fortführen müsste. Es gab gar nicht diese Differenz zwischen, ja, ich bin doch der tolle, allmächtige, wissende, erfolgreiche Mann und du bist die junge Frau und ich erzähle dir jetzt mal was vom Krieg, Schatzi, oder so, gar nicht, ne? Sondern es war wirklich ein ganz tolles und bereicherndes Erlebnis und was die auch alle sagen, ist eben das Prinzip anstrengungsloser Wohlstand funktioniert nicht. Es hat nie funktioniert und es wird auch in Zukunft nicht funktionieren. Die Work-Life-Balance, dieser Widerspruch aus der Leidenschaft für die Arbeit, die es eigentlich braucht, um ein erfülltes Leben zu haben, die ist eben auch ein Weg, den man gehen kann, wo aber andere Länder, gerade Asien, eher auf uns gucken und den Kopf schütteln. Dieses ganze Thema 4-Tage-Woche, Homeoffice, noch eine Quote, so, ich sag mal, ein bisschen mehr wieder in die Hände spucken und reinhauen jetzt, weil wenn wir uns einigen, dass Europa als größter zusammenhängender Binnenmarkt eine Power entwickeln kann gegenüber Amerika und Asien oder auch, auch Indien, dann müssen wir ja auch sagen, das funktioniert eben nicht mit einer 4-Tage-Woche aus dem Homeoffice und mit 6 Stunden Arbeit am Tag. Dann müssen wir alle Gas geben. Ja, das ist auch Ihre Haltung. Das ist natürlich... Ich
Ich habe mich jetzt gerade gefragt, wie das angekommen wäre, wenn das nicht Sie gesagt hätten, sondern jemand dieser Generation. Ja, wahrscheinlich. Weil deshalb schreibe ich das Buch. So ganz brutal, weil ich, ganz ehrlich, ich oute mich, ich bin komplett bei Ihnen. Ja. Aber ich bin natürlich auch näher. Ich habe es vorhin gesagt, auch ein blaues Bändeli an. Und ich bin natürlich auch so aufgewachsen. Ja. Und Sie sind aber viel jünger. Und Sie sagen, es ist das Leistungsprinzip. Anpacken, in die Hände spucken, gab ja auch mal so ein lustiges Lied dazu, mit dem Bruttosozialprodukt, ich singe es nicht, keine Panik. Was haben Sie gedacht, Doris Leutert, als Sie jetzt zugehört haben? Ich glaube, es hat uns allen gut getan. Ich wäre auch weiß ohne meine Coiffeuse und ich bin auch so aber kein Mann, kein Mann, kein Mann. Aber es zeigt ja vielleicht auch, die Millennials gibt es ja nicht. Es gibt auch dort unterschiedliche Haltungen. Und ich glaube, sowohl in der Politik wie auch in der Wirtschaft ist das, was wahrscheinlich das uns am meisten umtreibt, wie arbeitet man Zukunft? Wie bringen wir unseren Wohlstand und gleichzeitig die berechtigten Anliegen punkto Klima unter einen Hut, dass wir Europa positionieren können in diesen dualen System, bald in dieser bipolaren Welt und gleichzeitig wollen auch die Jungen, sie wollen auch Wohlstand, ihr wollt auch Lebensqualität, auch wir würden gerne mal weniger arbeiten und Ferien genießen, also sind ja alles berechtigte Fragen, aber wie kriegen wir das zusammen? Und da haben wir noch keine Antwort und ich denke, was wir vielleicht in den letzten Jahren zu wenig gemacht hat, wirklich die jungen Generationen mehr integriert in all diese Politikforen. Ich war erfreut, bei den letzten Parlamentswahlen in der Schweiz gab es ja einen großen Anstieg eigentlich der jüngeren Frauen wie Männer. Also das ist viel ausgeglichener als früher, auch dank den Kandidaturen von jungen Frauen und Männern. Nächstes Jahr werden wir sehen, ob das anhält. Aber natürlich gibt es viele politische Prozesse, Politikforen, wo wir die Jungen wahrscheinlich zu wenig integriert haben. Und das ist für mich so das Learning. Einerseits, Sie können von uns lernen, dass vieles halt nicht ganz so einfach umsetzbar ist, wie man sich das wünscht, nicht im selben Tempo. Und wir können von Ihnen lernen, Sie meinen das ernst. Sie haben andere Arten auch zu kommunizieren. Und das ist vielleicht das Zweite, was für mich der große Unterschied eben, die Jungen schauen nicht mehr groß die Tagesschau, Entschuldigung. Und, bin nicht mehr dort. oder lesen die Zeitung, sie haben andere Informationskanäle. Wie kommen wir da rein mit unseren Messages? Wie können wir sie verstehen und uns dort in diese Communities einschalten? Ich glaube, das sind die zwei großen Herausforderungen der nächsten Jahre. Und insofern, wenn Ihr Buch uns Mut macht, es ist nicht so schlimm, wir sind doch noch respektiert, dann hilft das auf jeden Fall. Ja, noch mehr. Also wir müssen noch mehr auch zuhören. Das ist absolut, ihr seid nicht nur respektiert, es ist definitiv ein Plädoyer für diese Gruppe oder diese Generation. Ja. Die Rolle der Medien ist sehr interessant, wurde gestern Abend diskutiert, haben Sie jetzt wieder eingebracht. Wie beurteilen Sie das? Sie sind Chefreporterin, Sie sind Moderatorin bei Welt TV. Ich habe es vorhin gesagt, wie können Sie Einfluss nehmen in Ihrem Bereich und in welche Richtung würden Sie Einfluss nehmen? Wir haben es gesehen, Sie vertreten das Leistungsprinzip, Sie sagen Ärmel hoch und so weiter und so fort. Ist es gefragt in der Medienwelt? Nein, natürlich nicht. Also ich meine, so ehrlich müssen wir uns ja machen. Ja? Der Journalismus verschiebt sich ja immer mehr zum Aktivismus. Und ich finde, die Frage ist kaum, was können Sie machen, um Ihre Meinung rüberzubringen, sondern jetzt mal back to the roots. Ich bin eine Dienstleisterin für den Zuschauer. Und das hat sich massiv verschoben in den letzten Jahren. Immer mehr Journalisten sehen sich als missionierend, als irgendwie predigend, als einflussnehmend. Und ich selber als Journalistin finde es teilweise eine Zumutung. Ich bin wirklich ein Medienjunkie. Ich gucke alle Kanäle, ich lese alle Tageszeitungen am Abend vorher. Ich lese auch die Wochenmagazine. Und oft denke ich mir, es ist zu viel. Moment mal, man gibt dem Leser, dem Konsumenten, dem Zuschauer, dem Zuhörer zu selten eigentlich erstmal so eine Ausgangslage, dass man sagt, diese Nachricht, was ist denn die Nachricht? Als Journalist bin ich doch nach bestem Wissen und Gewissen dazu verpflichtet, erstmal einen Tatbestand, eine Situation wahrheitsgetreu zu übermitteln. Das ist doch Schritt eins. Und da bin ich doch nur der Überbringer für den Zuschauer. Und wenn ich dann mich kommentierend oder beeinflussend oder
subjektiv äußern möchte, dann muss ich das kennzeichnen. Dann ist es ein Kommentar oder ein Leitartikel whatsoever. Aber ich finde, dieser Übergang, und das ist mit Sicherheit auch ein Problem, warum wir eben gewisse Teile, Sie haben vorhin Ostdeutschland angesprochen, wirklich drohen zu verlieren und auch ein Stück weit schon verloren haben, weil wir immer mit dem Zeigefinger den Leuten entgegenkommen, das ist total falsch. Wir müssen erstmal wieder die Hand ausstreichen und erstmal etwas anbieten. Und wenn Information gegeben ist, die erstmal ein Fakt beinhaltet, dann kann man sich darüber ja auch in unterschiedlichste Art und Weise in jede Richtung bitte streiten, diskutieren, debattieren. Das ist ja das Schöne an unserem Job. Aber eben dieser erste Schritt, der fehlt mir kolossal. Und gerade wenn man auch über die Rundfunkgebühren finanzierten Plattformen guckt, da wird mir manchmal wirklich Angst und Bange. Dann denke ich so, also da habe ich ja schon viel erreicht, wenn ich erstmal eine objektive Berichterstattung bringe. Ja. Bin davon überzeugt, dass natürlich die Vertreterinnen und Vertreter der Medien da sicher noch gerne mit Ihnen diskutieren würden, auch der Öffentlich-Rechtlichen, die das gewiss anders sehen. Ja, klar. Das ist ganz klar. Das ist Ihre Meinung, sehr interessant. Und nur schon dieses Thema könnten wir stundenlang diskutieren. Ich habe eine Abschlussfrage an Sie beide. Einfach so eine Art Summary. Wenn wir jetzt, wir haben so eine Art Auslegeordnung gemacht, natürlich auch im Rahmen dieser Zeit, die uns hier zur Verfügung steht. Was sind das jetzt für Köpfe, die wir brauchen, um das Europa der Zukunft zu bauen? Was sind das für Köpfe und wo kommen die her? Ich gebe den Vortritt. Ja, also das bestimmt ja in der Regel der Wähler, die Wählerin, welche in die politischen Verantwortungen gewählt werden. Also insofern haben ja alle Einfluss und können mitbestimmen, wer uns da vertritt und wen wir als fähig erachten, die Probleme der Zukunft zu lösen. Und ich glaube, darunter braucht es effektive eine gute Mischung an, ihr seid ja die privilegierten Millennials, weil ihr habt eine gute Ausbildung, vielleicht auch von zu Hause aus schon eine gute Position. Und ich kenne dann ganz viele Jugendliche mit einer kleinen Berufsbildung, mit einem weniger großen beruflichen Hintergrund, die sind aber auch Millennials. Also wie können wir die integrieren? Also dort braucht es eben dann auch breite Vertretungen, dass man dann wirklich erkennen kann, was hilft uns für morgen. Und deshalb wünsche ich mir auch dort breite Vertretungen und auch Respekt für solche, die nicht so privilegiert sind und die das Klima weniger interessiert, weil ihre Sorge ist, kann ich mit meinem Lohn am Ende des Monats meine Miete und meine Krankenkassenprämie bezahlen und kann ich mal mit einem Bier in den Ausgang. Und wenn ihr das schafft und wir das schaffen, so breit denken, divers zuhören, dann mache ich mir keine Sorgen. Also ich gehe mit bei, ich finde Bildung ist das Allerwichtigste. Und das können wir auf ganz Europa ausdehnen. Es gibt Länder wie England, die sind besser, Deutschland ist schlechter. Also massives Invest in unser Bildungssystem, in unser staatliches Bildungssystem. Und von da aus ausgehend muss ich sagen, wenn wir ein starkes Europa haben wollen, dann reicht ja nicht nur der Common Ground in der Bevölkerung, dann brauchen wir eben auch ganz starke Köpfe, die das oben auf der ausführenden operativen Ebene umsetzen. Und wenn ich mir angucke, in Ortsverbänden oder auf der kommunalpolitischen Ebene, auch in Deutschland, was danach kommt, dann kann ich nur sagen, wir müssen den Job des Politikers wieder attraktiver machen. Weil wenn wir jetzt Leute nehmen in Unternehmensberatungen, in Investmentbankern oder eben auch in privaten, familiär geführten Wirtschaftsunternehmen, dann ist es für die eine sehr angenehme Position, weil sie sehr gut verdienen, weil sie nicht in der Öffentlichkeit stehen. Aber das sind sehr kluge Köpfe. Und wenn sie denen sagen, backen Sie mal 5 Waffeln beim Handballturnier am Wochenende über ein paar Jahre, dann kriegen sie auch jede Woche irgendwie noch ein Bashing in der Zeitung, haben sie noch Lust, weniger zu verdienen, dann gehen sie in die Politik, dann funktioniert das nicht. Und ich glaube auch, dass dieses Einsteigen in die Politik nicht auf der alleruntersten Ebene anfangen darf. Was ist denn schlimm daran, einen High-Performer zu haben, am Management-Level, ja, zu sagen, der geht in die Politik, weil er einfach ein Know-how erarbeitet hat, ob es dann in der Klimapolitik ist, weil er damit mit Modulen gearbeitet hat oder ob es eine andere Expertise ist, aber wir brauchen doch eigentlich die allerbesten Köpfe in Verantwortung. Und das funktioniert ja nicht, wenn wir eben
diese Art von Journalismus haben, die das hochgradig, also Journalismus muss gnadenlos und sein und genau hinschauen, ja, aber er darf eben nicht dieses Aktivistische reinhaben und es muss eben auch sich lohnen, sowohl in der Umsetzung als dann auch im Finanziellen. Und deshalb würde ich sagen, Sie haben vorhin gesagt, mein Buch, wenn ich mit Wolfgang Reitzle spreche, dann wünsche ich mir, wir hätten so eine Art Bundeskanzler, sage ich jetzt mal, weil der halt immer im Machen ist, immer im Tun ist, nicht im Reden ist. Und deshalb würde ich sagen, wenn wir auch meine Generation und meine Schwester ist 24, ist ein Riesenunterschied zwischen mir mit 33 und ihr mit 24, obwohl wir jetzt alle in diesem Millennium-Button fallen. Wenn wir diese Menschen überzeugen wollen, tut was für euer Land, für euer Staat, für Europa, dann muss das auch attraktiv sein und sich lohnen. Ja. Wann wird Franka Lehfeld in die Politik einsteigen? Wenn mein Mann fertig ist. Das ist eine klare Aussage. Nein, Spaß, war ein Joke. Ich bleib beim Journalismus. Ja, ja, super, danke schön. Herzlichen Dank, Franka Lehfeld. Danke schön, Doris Leuthardt. Danke schön.